Das ist meine Stimme mit einem Euro auf der Bank. 500 Euro auf Bank, Junge, beste Leben! 10k auf der Bank, guck mich an, ich bin zu krank. Fick ich Bitches, fick ich deine Mutter, Motherfucker, Bretter wieder meine Bars, ich bin zu krank. Warum nicht Shiggy? Welche Haiwan bin ich, Leute? Ein Pinguin! Ja, Mann, das passt zu mir! Welches Tier bin ich? Pinguin! Ich komm mit dir schon! Tag, Schröder, Kripo München. Haben wir die Fahrzeugpapiere bitte? So, R8, was machen Sie denn? Import, Export, sehr viel mit Menschen zu tun. Warum hat der Kollege einen Helm auf? Ach, der ist hässlich. Okay, das können wir verstehen. Machen Sie mal bitte den Kofferraum auf. Sind wir schon im Pool? Oh well. Karma's a Wie soll ich sie nicht? Guck nur die Form von ihrem. Du bist wunderschön und wertvoll wie ein Diamant. So was hab ich nie gekannt. Dieses Mädchen zieht mich an. Wie viele Ex-Freunde hast du? Wie viele Ex-Freundinnen hast du? Also Ex-Freundinnen. Hast du überhaupt eine Ex-Freundin? Nein. Warum nicht? Ich liebe Pommes. Brrr. Ratatata! Ich schneide das jetzt. Steffen, nein. Steffen. Eins, nein. Zwei. Nein. Nein, Steffen! Musst du mal alles kaputt machen? Okay, warte, ich hab Earphones für dich. Hier. Danke. Bitte. Jetzt bin ich die Lehrerin. Jonas! Jonas, warum ist dein Finger schon wieder oben? Warum ist die da oben? Entschuldigung, darf ich? Nein, Jonas, du bist viel zu schlau für die Klasse. Get out of here! Dann bin ich gay. 1%. Danke, Filter. Diesmal bist du nicht ehrenlos. Du bist nicht ehrenlos dieses Mal. Du bist nicht. Bewertest du deine Schönheit von 0 bis 10, Girl? Girl, ich bin viel zu schön, um mich zu bewerten. Glatte 10. Ratatata! Yeah. I might link my ting from barking 7 a.m. in the morning. Das hat mir jetzt, wie viel ich koste. Ich koste 2,29 €. Der wird das so ehrenlos. Bald ist Ostern, tralala. Die ersten Hasen sind schon da. Da rufe ich laut Hurra. Hurra! Wenn Kids auf 187 machen,
und nicht mal wissen, was 187 bedeutet. Okay, lol, ne? Okay, du bist schon cool, weil du im Internet beleidigst, nach Streit suchst. Aber pass mal auf, ich sag dir eines, komm mit deinem Gewissen in ein paar Jahren klar. Wenn du selber Kinder hast und sie gemobbt werden, ja? Ist es dann noch cool, wenn du ihre Tränen siehst und daran denken musst, du warst doch auch mal irgendwie? Eher nicht, ne? Also